Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 36 unserer YouTube-Serie Kanalbootabenteuer in England. Das hier wird die letzte Episode 2019 aus England sein, denn wir sind zurück in unserer Marina und in 2 Tagen geht's wieder nach Hause. Es war eine fantastische Saison. Wir hatten, wie ihr wisst, 2 Monate Unterbrechung in Deutschland und auch das war eine gute Zeit und es hat uns gut gefallen, in 2 Blöcken mit je 2 Monaten diesmal hier in England unterwegs zu sein. Wie schon in der letzten Folge angedeutet, fahren wir heute mit herbstlichen Eindrücken zurück zu unserer Marina. Ihr werdet ein paar wunderschöne Bilder genießen können, obwohl insgesamt muss man sagen, das Wetter war dieses Jahr eher durchwachsen. Ihr wisst ja, wir machen in unserem Logbuch immer jeden Tag eine Entscheidung, was für ein Wetter heute war, und das Ergebnis über die gesamte Saison, einschließlich der 2 Monate, die Diane und Fraser mit dem Boot unterwegs waren, ergibt sich folgendes Bild. Schlechtes Wetter. Das hatten wir noch nie. Wir hatten 10-12%. Aber trotz alledem schauen wir doch mal auf die 45% normales Wetter und 39% gutes Wetter. Und das lässt sich natürlich auch nicht wegwischen und das stellen wir in den Fokus. So, jetzt aber genug der Vorrede. Jetzt geht's in die letzte Session aus dem England im Jahre 2019. Kurz vor dem Brexit. Hier in Stoke Brian trafen wir das 2. Mal überhaupt erst ein deutsches Ehepaar auf einem Mietboot. Und wir luden Licia und Wolfgang nach 2 gemeinsamen Schleusen zu einem spontanen Kaffee bei uns an Bord ein. Thank you.
Hier kommt der Nachbau eines traditionellen Working Pairs in Sicht. Also zwei Boote, die immer zusammen auf dem Grand Union Kanal unterwegs waren. Das war erst möglich, seitdem die Dieselmaschinen erfunden wurden. Eines der Boote wurde umgerüstet mit einem Dieselmotor und das andere blieb ohne eigenen Antrieb und statt einem Pferd wurde es jetzt durch diese Dieselmotormaschine gezogen. Man erkennt immer The Engine an dem aus Metall, an dem Ruder, The Swan's Neck genannt, und The Butty, das ist also das Gezogene, auf der linken Seite hat noch ein traditionelles großes Holzruder. Butty ist übrigens umgangsenglisch und heißt so viel wie Kumpel. Wir hatten schon zur Nacht angelegt, da kam zunächst Licia mit ihrem Kanu und dann Wolfgang mit dem Mietboot vorbei. Hallo, alles klar? Also, gute Reise. Wir bleiben in Kontakt, ne? Okay, tschüss. Am nächsten Morgen teilten wir nochmal die Schleusen mit einem anderen Mietboot. Hier kann man zwei verschiedene Arten von Schleusentorvorrichtungen, sogenannten Paddles, betrachten. Im Vordergrund die
Gate Paddles, wo das Wasser oben durch das Tor in die Schleuse eingelassen wird, und im Hintergrund die Ground Paddle, die von unten die Schleuse befüllen. Emanzipation in Reinstform. Frauenanteil 100%. Und nach dieser Schleuse besuchten wir unsere Freunde im Anchor Cottage, also in dem Ankerhäuschen. Das ist das zweite mit den weißen Fenstern. Da wohnen Trisha und Richard. Und von Trisha haben wir ja unsere Buckbeacon gekauft. Ein toller Laden, unübersichtlich, aber mit so vielen tollen Sachen. Man könnte alles kaufen. Hier kommt nun Norton Junction in Sicht. Das ist ein Abzweig von der Mainline. Rechts geht's ab auf die Grand Union Leicester Line, also in Richtung der Stadt Leicester. Und das ist auch der Kanalabschnitt, wo kurz nach der Junction schon unsere Marina kommt. Marlene in einem eleganten Bogen rechts ab. Und während sie unter der Fußgängerbrücke hindurch steuert, kommt von links in Sicht ein anderes Boot aus der Richtung Birmingham, was Richtung London fährt. Das Cottage im Hintergrund wurde übrigens im 19. Jahrhundert von einem Ehepaar bewohnt, die ein Narrowboat als Kirche umgebaut hatten und seelsorgerisch unterwegs waren im Kanalnetz. Also eine historische Kreuzung. Und wir steuern schon ein auf unsere Marina Welton Hythe. Links kommt das Schild in Sicht. Welton Field Narrowboat Limited. Und das ist die Firma, die unser Boot seinerzeit gebaut hat. Wir legen an unserem Platz und schauen aus dem Fenster auf unsere Marina. So, das war's. Wir sagen herzlichen Dank bei euch allen, die uns so lange die Treue gehalten haben. Vielen Dank auch für die vielen positiven Kommentare, die wir bekommen haben. Und wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Saison wieder dabei seid. Euch allen alles Gute. Bis dahin, tschüss, Marlene und Wolfgang.